Einen Schritt weiter in der Punktkinematik ist das Beispiel, das wir hier sehen. Ein Zug fährt mit der zeitlich veränderlichen Geschwindigkeit v von t, sprich er ändert seine Geschwindigkeit. Wir haben aber die Änderung als Funktionszusammenhang hier gegeben. Das heißt, wir können nicht von einer konstanten Beschleunigung ausgehen, sondern müssen die gegebene Funktion verwenden. Gesucht ist nun, welche Strecke s bis zum Zeitpunkt t1 von 3 Sekunden zurückgelegt wird und wie groß zu diesem Zeitpunkt die Beschleunigung gerade ist. Ein zeitlich veränderliches v heißt, wir müssen Integration durchführen. Und was integrieren wir? Ja, wenn wir die Strecke haben wollen, dann integrieren wir doch v ist gleich ds nach dt umgeformt, also ds ist v mal dt und links und rechts drüber integriert. Ja. Und zwar wie? Naja, wenn er die Strecke s zurücklegen soll, dann starten wir am besten bei 0 und integrieren links bis s, dann bleibt links ohnehin nur s stehen, dann haben wir unsere unbekannte Strecke links und rechts integrieren wir von 0 bis wohin? Ja, bis t1, genau. Ich schreibe es allgemein hin einmal. Dann setzen wir ein. Links ist trivialerweise integriert s und rechts setzen wir die Funktion ein. v0 ans minus e hoch minus 3t durch t1 integriert über t. Das v bleibt als v0 bleibt konstant, das kann man rausheben und die anderen beiden Beiträge integrieren wir. Also machen wir daraus ein v0 Klammer 0 bis t. Einmal haben wir konstant dt und dann haben wir einmal minus e hoch minus 3t durch t1 über dt Klammer zu. Eine Stolperfalle gibt es trotzdem noch. Bei der e-Funktion muss man natürlich darauf denken, dass das e hoch 0 nicht 0 wird, wenn Sie die Grenzen einsetzen. Also, was bleibt vorne übrig? Ich mache es gleich wieder so, dass ich das in der eckigen Klammer drinnen lasse. Vom ersten Integral bleibt uns nur das t1 übrig und vom zweiten Integral kriegen Sie den Faktor minus t1 Drittel runter für die Integration. Mit dem Minus vor dem Integral und dem Minus im e wird es ein Plus. Und im Integral selbst bleibt das e hoch minus obere Grenze 3t1 durch t1 minus untere Grenze e hoch 0 übrig. Da haben wir also e hoch minus 3 minus e hoch 0. Und ja, und dann kann man natürlich einsetzen. Schreiben wir das vielleicht einmal hin. Das T1 ist 3 Sekunden plus der Faktor, der liefert die Sekunden. Ja? Weil sonst haben sie mit den Einheiten ein Problem am Ende. Aber er wird 1. Also eine Sekunde ist der Vorfaktor sozusagen. Deswegen e hoch minus 3 Sekunden schreibe ich dann daher. Minus e hoch 0. Das wird 1. Und alles zusammengezählt kriegen Sie dann tatsächlich Meter raus, weil Sie die Sekunden da alle mit dem Sekunde hoch minus 1 kürzen. Und das ist die Strecke S an der Stelle T1. Erste Frage beantwortet. Zweite Frage, wie groß ist die Beschleunigung dann? V von T nach T ableiten, ja, zum Beispiel. Also wieder den Zusammenhang von vorher. V0. 1 minus e hoch minus 3t durch t1 abgeleitet, liefert v0. Der 1er abgeleitet fällt weg. Ich mache trotzdem die Klammer da mit dem Minus und dem Minus von ableiten, liefert es wieder 3 durch t1 positiv und e hoch minus 3t durch t1. Und wenn wir da 3 Sekunden einsetzen, dann kriegen wir 1 Meter pro Sekunde raus. Pro Sekunde Quadrat natürlich.